Wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserer Sendung. Gottes Hilfe ist da, auch wenn deine Herausforderungen groß sind. Manchmal musst du ihm einfach vertrauen, auch wenn du deine Situation nicht verstehst. Wir möchten dich ermutigen, auch mit den Zeugnissen, die wir nachher vorlesen, nicht aufzugeben. Ja, wir wollen dir Hoffnung geben mit dieser Sendung Hoffnung um 12 und möchten dir wirklich ja, zur Kraft verhelfen, die in Jesus zu finden ist. Ja, was glaubst du, wer du bist? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Die Aussage, was glaubst du, wer du bist, ist herausfordernd und manchmal vielleicht sogar ermahnend. Und als Kind kennen wir das, wir wissen von der Kindheit her, wenn das die Eltern gesagt haben, dann haben wir irgendwas getan, für das wir noch zu jung waren. Aber ich möchte es so mal beleuchten. Was glaubst du, wer du bist? Welches Bild hast du von dir? Malst du von dir ein Bild aus der Sicht des Versagens, mit Schwarz, mit Dunkelgrau, mit Taubengrau, mit Straßengrau, mit Backsteingrau oder was auch immer? Ja, also das Bild, malst du dein Bild als Versager, als unattraktiv, als minderwertig, als krank und malst du so ein Bild und sagst, ja, das ist Realität. Ja, es ist aber auch Realität, dass dir Gott Farbstifte gibt in die Hand und die Farbstifte der Erlösung. Ich bin stark in der Kraft des Herrn. Ich bin ein Überwinder. Ich bin mit Freude Gottes erfüllt. Ich bin Sieger. Ich bin gerettet. Das sind diese Farben, die wir eigentlich verwenden sollen. Und die Farbe Blutrot ist eine wunderbare Farbe, die Farbe der Erlösung, der Rettung, des Schutzes. Und ich sage dir heute, prüf mal, stimmt dein Bild mit dem überein, was Gott über dich sagt? Wenn du nicht weißt, was Gott über dich sagt, du findest das in der Bibel. Er sagt wunderbare Dinge über dich und nicht, dass du ein Versager bist. All das Graue, Schwarze, all das Verkrumpelte, sagt man hier in unserer Gegend, Gesicht, das braucht nicht sein, sondern du darfst wirklich strahlen, selbst wenn du Sorgen hast, selbst wenn du Nöte hast. Ich sage dir, male dein Bild mit den Farben der Erlösung. Herr, ich danke dir, dass du uns wirklich Farben zur Verfügung gestellt hast. Herr, danke, Herr, für unser Bild, Herr, für unser geistiges Bild, wie unser Leben aussieht, wie du es siehst. Und ich danke dir dafür. Lass uns dieses Bild malen und nicht dieses Bild des Feindes vor Augen haben mit all dem Versagen, all dem Not und all der Schwachheit. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Unsere Sendung heißt Hoffnung und deshalb dürfen wir hoffen und die Hoffnung nicht verlieren auf Gottes Hilfe. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns von einer Frau und dafür möchten wir beten. Liebe Geschwister, ich bitte euch um Gebet für Heilung. In meinem Unterleib wurde im Eierstock ein Gewächs entdeckt. Die Ärztin hat nun Blut abgenommen und überweist mich in die Uni. Ich bitte Gott, dass er mit seiner Heilungskraft eingreift und das Gewächs völlig verschwinden lässt und dass die Blutuntersuchungen in Ordnung sind. Ich danke euch für eure Gebete. Ja, Jesus, du hast Heilungskraft und deshalb bitten wir dich für diese Frau, dass dieser Unterleib völlig in Ordnung ist und dass dieses Gewächs verschwindet, dass diese Zellen eintrocknen im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du Wunderbares tust an ihrem Unterleib. Danke, Jesus, dass auch das Blut in Ordnung ist und dass ihr ganzer Leib durchströmt ist mit deiner Heilungskraft. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann bittet für seinen Vater um Gebet und schreibt Folgendes. Liebe Geschwister, mein Vater hat 3 Rippen gebrochen und jetzt hat er keinen Appetit mehr, hat starke, blutige Durchfälle. Wir sind wieder im Krankenhaus. Bitte um Heilung beten. Ganz lieben Dank und Gottes Segen.
Und Jesus, du kennst auch diesen Mann, der deine Hilfe braucht, der 3 Rippen gebrochen hat. Und wir danken dir, dass diese Rippen wieder zusammenheilen, dass er keine Schmerzen mehr hat, dass er wieder essen kann und dass diese Durchfälle aufhören. Danke, dass du auch seinen Darm berührst, egal wo die Ursache ist oder was es ist, aber du weißt es. Und du kannst heilen. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen für diesen Vater, dass du ihn berührst und dass du ihn heilst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind eingeblendet. Angeschlagene Gesundheit. Ein Mann bittet um Gebet. Er schreibt: Hallo ihr Lieben, vielen Dank für eure Gebetsunterstützung. Meine Gesundheit ist zurzeit unerwartet etwas angeschlagen und ich kann es nicht ganz einsortieren, was mir fehlt. Meine Muskeln blockieren und schmerzen immer wieder, zeitweise, und ich fühle mich immer wieder schwach. Zusätzlich fällt es mir schwer, zur Ruhe zu kommen. Ich möchte das in Gottes Hand legen und erwarte sein Eingreifen. Vielen Dank. Ja, Herr, genau das wollen wir tun. Herr, die ganzen Schmerzen, die ganzen Muskelprobleme, Herr, und alles, was da blockiert und schmerzt, Herr, dass wir es zu dir bringen dürfen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du diesen ganzen Körper durchströmst, Herr, mit deinem himmlischen Frieden, mit deiner Heilungskraft, mit neuer Kraft, Herr, von dir, von deinem Sieg am Kreuz. Ich danke dir dafür, Herr, dass du diesem Mann begegnest. Amen. Amen. Diagnose MS. Bitte um Gebet für Heilung. Hallo, bitte betet für mich, schreibt diese Frau. Ich habe seit Mai die Diagnose Multiple Sklerose. Nach einer Cortison-Stoßtherapie haben sich meine Einschränkungen nicht verbessert. Zurzeit verschlechtert sich wieder alles und ich soll wieder Cortison bekommen. Ich bin verzweifelt, denn ich will für meinen Sohn voll und ganz da sein und mein Leben wieder genießen. Bitte betet, dass ich wieder gesund werde. Vielen Dank. Ja, Herr, wir wollen uns eins machen mit dieser Frau, Herr, dass wirklich auch dieses MS wieder verschwindet. Herr, ich danke dir dafür, dass sie wirklich das Leben genießen darf, Herr, und dich verherrlichen darf und dir dankbar sein darf, das ganze Leben, Herr. Herr, danke, Herr, dass du der Herr bist, der sie berührt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du diese Krankheit mit auch ans Kreuz genommen hast, dass Heilung möglich ist. Amen. Amen. Und es ist wieder Zeit für Gebetserhörungen. Und aus der Schweiz berichtet eine Frau uns Folgendes. Ich hatte Ihnen verschiedene Gebetsanliegen geschickt. Meine betagte Nachbarin musste sich wegen Osteoporose mit stark schmerzenden Wirbeln einer OP unterziehen. Die OP ist gelungen und die Schmerzen sind stark vermindert. Ich bin dankbar, weil ich weiß, dass dies ein Geschenk Gottes ist. Für meine Schwester bat ich für eine neue Wohnung. Sie hat nun eine schöne Wohnung gefunden und Gott hat alles gnädig und gut geleitet. Ihm gebührt die Ehre. Und für mich persönlich hatte ich ein Gebetsanliegen, dass die roten, juckenden Stellen in meinem Gesicht verschwinden. Sie sind nur noch ganz gering und ich spüre sie kaum mehr. Auch dafür danke ich Gott. Und große Freude über einen Geldsegen, berichtet da jemand, eine Frau aus Österreich. Vor einigen Tagen hatte ich diverse Gebetsanliegen für die Gebetsnacht an euch gesandt. Ich machte mir Sorgen, wie ich dieses Jahr finanziell über die Runden kommen sollte. Ich war bei der Gebetsnacht online zugeschaltet. Nun hat Gott mir einen wunderbaren Geldsegen beschert. Zum einen erhielt ich von meiner Schwester aus der Schweiz finanzielle Unterstützung und gleichzeitig erhielt ich von meiner Firma einen Sonderbonus, der im ursprünglichen Sinn so nicht für mich vorgesehen war. Unser Gott ist so gut. Halleluja. Danke für all eure Gebete. Und Gott hat Möglichkeiten, wo wir keine sehen. Und das erfahren wir auch immer wieder. Ermutigung durch die Predigt an Karfreitag.
Eine Frau schreibt: Danke für die fantastische Predigt an Karfreitag. Alles, was Daniel genannt hat, hat mich angesprochen und ich kann vieles umsetzen. Danke für eure Mission und danke, dass es euch gibt. Das ist auch schön. Ja, geheilt in der Gebetsnacht. Ein Mann schreibt: Ich kam am Karfreitag mit starken Rücken- und Knieschmerzen zu euch. Nur mühsam kam ich die Treppen hoch und runter. Nach der Gebetsnacht waren die Schmerzen plötzlich weg und ich konnte total erleichtert heimfahren. Ich danke dem Herrn, Jesus ist groß und ihm gebührt alle Ehre. Ja, und das ist wahr, wie schön. Ja, Gott gebührt alle Ehre und wir wollen das auch tun, indem wir wirklich diese Zeugnisse vorlesen, weil das gibt anderen Menschen, die etwas brauchen, die vielleicht das Gleiche haben, wirklich Kraft und Mut daran zu glauben, dass Gott Wunder tut. Lass es uns wissen, was du mit Gott erlebt hast. Ja, ich möchte nochmal sagen, stimmt wirklich dein Bild mit dem überein, was Gott in der Bibel über deinem Leben schreibt? Ich sag dir, mach dir mal Gedanken, ob das wirklich übereinstimmt. Nicht das, was du in der Realität denkst, was alles Sache ist, sondern wie Gott dich sieht. Und du wirst nur Liebe empfangen. Du wirst sehen, wie wunderbar und schön Gott dich geschaffen hat. Und schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und sonntags 10 Uhr sind wir wieder für dich da im Livestream oder du kommst einfach in Karlsruhe vorbei in der Kathedrale. 10 Uhr haben wir Gottesdienst. Und wir würden uns freuen, dich hier begrüßen zu dürfen. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.